Wir sind heute hier versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, herzlich willkommen zu unserer Videoandacht. Dieses Mal aus der Kiliani-Kirche in Höxter und nicht vom Sofa einer Pfarrerin oder eines Pfarrers zu Hause. Lassen Sie uns nachdenken über Kreuz, über das Leben Jesu und die Hoffnung zu einer Auferstehung. Und diesmal soll auch die Musik etwas mehr Raum einnehmen. Deswegen als erstes das traditionelle Lied »O Haupt voll Blut und Wunden«. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. An Karfreitag verstummt dieses Wort. Jesus Christus spricht: Ihr seid das Licht der Welt. Doch wenn er nicht mehr spricht, ist das Licht nicht mehr da. Dem Evangelium des Markus. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten, und sie zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe in Wein zu trinken, aber er nahm es nicht. Und sie kreuzigten ihn. Sie teilten seine Kleider und warfen das Los, wer was bekommen solle. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten, und es stand über ihm geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten ihn mit zwei Räubern,
einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten die Köpfe und sprachen, ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir nun selbst und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohenpriester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, er hat anderen geholfen und kann sich selbst nicht helfen. Ist er der Christus, der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz, damit wir ihn sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur 6. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und zu der 9. Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama asaftani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen, siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lass sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Der Tisch ist leer, das Tuch ist zerrissen. Es ist, als ob das Tischtuch zwischen Gott und uns Menschen zerschnitten wäre und es ist nicht mehr da. Es ist kein Licht mehr, kein Wort mehr wird gesprochen. Ruhe, Tod und Kreuz sind das Einzige, was bleibt. Wie kann man Karfreitag nur aushalten? Wie kann das der höchste Feiertag der evangelischen Kirche sein? Ich glaube, dass wir das Kreuz aushalten müssen, aber ich glaube auch, dass wir es nur aushalten können, wenn wir uns durch das Kreuz immer wieder daran erinnern und immer wieder erzählen davon, was Christus gesagt hat, wie er gelebt hat, was er getan hat. Ich glaube, dass das ganz stark zusammengehört. Und ich persönlich kann das Kreuz nur aushalten, wenn ich an das denke, was danach kommt. Eine Auferstehung, eine Auferweckung, ein neues Leben, wie immer man das sehen mag. Heute sehen wir einen leeren Altar und ein Kreuz. Aber bald geht es anders weiter. Amen. Musik. Good.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir stehen unter deinem Kreuz. Du gehst den Weg des Opfers und des Leidens und lässt dich hineinziehen in unser Lot und in das Elend unseres Lebens. Wir sehen dein Kreuz, Herr, und erkennen den Unfrieden unserer Welt. Hilf, dass wir eigenes und fremdes Leid immer wieder annehmen und mittragen. Wir sehen dein Kreuz und erkennen, wie du für uns einstehst. Lass uns dir folgen auf deinem Weg. Wir sehen dein Kreuz, Herr, und erkennen deine Barmherzigkeit uns Menschen gegenüber. Alles, worum wir noch bitten wollen, das lassen Sie uns zusammentragen im großen Gebet der Christenheit, dem Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht hin als die Boten des Friedens, der Liebe und des Lebens in unserer Welt. Heute an Karfreitag und über Ostern jeden Tag der Woche, des Wochenendes, des Jahres. Es segne und behüte euch alle der allmächtige und der gnädige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wenn die Sorge dich niederdrückt, wenn dein Leben dir sinnlos scheint.